Ja, und hier ist Hannelore Drews von der Hobby Company aus Quickborn mit einem kleinen Rückblick unserer Prämienfahrt. Das ging durchs Mittelmeer und zwar mit der Norwegian Epic und wir starteten in Hamburg mit dem Flieger nach Barcelona. Da haben wir einen kleinen Rundgang durch die Stadt gemacht und konnten schon einen Blick auf das Schiff werfen. Ja, die Norwegian Epic. Der erste Tag war ein Seetag, an dem konnten wir dann das Schiff erkunden. Der erste Hafen war Neapel und das haben wir mit dem Bus erkundet. Und in Neapel sind Hupen ganz wichtig. Und da braucht Frau natürlich erstmal ein Cappuccino. Jeden Abend lag auf dem Bett ein sogenanntes Pillow Gift. Tolle Geschenke. Civita Vecchia war dann schon unser vierter Tag. Und da waren wir auf einem Markt. Ganz toll. Richtig groß mit, wie du siehst, tollen Sachen. Und Fisch. Ja, halt eine richtige italienische Stadt. Und ja, am Abend gab es wieder tolle Geschenke und diesmal war es eine super schöne Tasche, damit wir unsere ganzen Geschenke mitnehmen können. Livorno haben wir wieder mit dem Bus erkundet und anschließend sind wir mit einer Seilbahn gefahren und hatten von daher einen wunderschönen Blick auf die Stadt und auf das Meer. Und welches Geschenk in dem Karton war, findest du im Katalog auf Seite 160. In Cannes konnten wir dann bei tollem Wetter Blicke auf die Luxusjachten werfen. Schon sehr beeindruckend. Ja, das bummelt sich gut und ja, irgendwann muss Frau dann natürlich auch wieder einen Cappuccino haben. Auf dem Schiff gab es einen Raum für die Demonstratoren als Treffpunkt. Da standen viele Süßigkeiten und es gab natürlich auch Anregungen. Und dort stand auch das Glücksrad. Und ja, da hat natürlich nicht jeder Zugang, aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Mit dieser Karte komme ich dann nämlich rein und ihr könnt mir jetzt einfach mal folgen. Und da bin ich auch schon am Glücksrad, frage natürlich, ob das in Ordnung ist und los geht's. Ich habe gewonnen. Es gab halt immer ein paar Kleinigkeiten. Und die Süßigkeiten, die waren leider an diesem Tag alle aus, wie du siehst. Und schon ist der letzte Tag angebrochen. Marseille. Die Stadt haben wir mit einer Bahn erkundet, waren wieder auf einem Markt, haben ganz viel gesehen. Kreatives und Schönes. Ja, und am Abend gab es dann einen Freudenschrei beim Pillow Gift. Vielleicht kannst du erkennen, was es war. Die schönste Fahrt geht auch mal zu Ende. Hier siehst du nochmal alle Demonstratoren, die dabei waren. Könnte dir das gefallen? Dann sprech mich doch einfach mal an. Tschüss aus Quickborn.